Soll ich so angerannt kommen? Es ist nass, kalt und windig, aber wir machen trotzdem weiter. Wir lassen uns von dem Wetter aber nicht beirren und sind voll motiviert und werden jetzt die Obstwiese hier einzäunen, sodass unsere Hühner bald einziehen können. Der Hahn macht auf jeden Fall Kickricki! Aua, voll in die Dornen gepackt. Diese Steine, die werden wir nicht da hinten auf unseren Steinhaufen verfrachten. Die bleiben einfach hier auf dem Gelände. Die sind viel zu dick und schwer. Oh. Ich habe schon eine Idee für die Steine. Alter! Irgendwie müssen wir den da rauskriegen. Bei mir bewegt er sich gar nicht. Alter! Es gab früher mal auf Super RTL irgend so ein Superheld, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Der hat immer gesagt, check die Lage, klick dich ein und power los. Da waren vielleicht 10 oder so. Check die Lage, klick dich ein und power los! Hilfst du mir? Und power! Los. Oh Scheiße! Oh, der kommt! Ja. Oh. Ich hab alles das gemacht. War alleine! Liebe Kamera, warum fokussierst du da unten an? Ey, jetzt in der Ecke. Jetzt nimm doch mein Gesicht. So. Mag sein, dass die Kameraperspektive gerade ein bisschen monoton ist, aber es ist wirklich die ganze Zeit am Pissen und die Kamera muss hier unter dem Regenschirm bleiben. Okay, weiter geht's. 3, 2, 1. Boah, wir stecken ganz schön viel Energie in so einen Unsinn. Aber wir hatten ja gute Protein-Kichererbsen-Nudeln. Au! Wir lassen den Hebel arbeiten. Boah, der geht ja gar nicht. Ja, es ist doch anstrengender als gedacht. 1, 2, 3. Ach, das geht nicht. Mann! Oh, der bricht gleich. Warte, lass mal. Ach, das gibt's doch nicht. Wir lösen das Problem mit Intelligenz statt mit Kraft. Oh, ein bisschen Angst um unsere Füße und Hände, ne? Mein Gott. Guck mal, langsam wird unsere Idee ersichtlich, oder? Yo, I pitch wisdom for the kisdom. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich auch nicht. Fertig! Jetzt gefällt er mir! Oder? Wir wollten hier eigentlich einen Hühnerstall bauen. Jetzt haben wir hier Steine gestapelt. Ich weiß nicht. Ne, andererseits, die Steine lagen halt da, die mussten weg. Und da haben wir wenigstens was, ein Kunstwerk rausgemacht. Wir müssen den Bau vom Hühnergehege heute mal ein bisschen pausieren, denn wir haben Besuch von unseren Nachbarn. Die sind ja Dachdecker und dieses Dach hier von meiner Werkstatt, das ist ein bisschen reparaturbedürftig gewesen, sage ich mal. Außerdem fehlte da die Dachrinne, welche jetzt schon da gerade montiert ist. Ja, wir helfen da gerade ein bisschen. Wir schneiden da die Schindeln passend. Ein bisschen was geflickt wird da und sowas. Und ja, ich denke, das dauert ein paar Tage. Wir präsentieren dann das fertige Ergebnis. Unsere Nachbarn haben uns vor etlicher Zeit schon eine ganze Palette voll mit gebrauchten Schindeln organisiert. Und ich bin hier gerade so ein bisschen am Zurechtschneiden. Und ich hätte echt nicht erwartet, dass man diese Steinschindeln oder was? Schieferschindeln überhaupt so gut schneiden kann. Aber man kann einfach hier eine richtig saubere Kante schneiden. Voll geil. Geht wunderbar. Und aus den Stücken, die nicht so schön sind oder die übrig bleiben, da werden wir dann das Dach vom Hühnerstall rauszimmern. Und ja, für die Wurmbox, wie ich im letzten Video schon mal erwähnt habe. Und ja, coole Sache. Die letzten Tage war es mega windig. Stürmisch kann man schon fast sagen. Und es hat außerdem noch geregnet. Deswegen haben wir von den letzten Tagen nichts gefilmt, aber wir haben trotzdem ein bisschen weitergemacht. Und siehe da, hier diesen Zaun, den haben wir jetzt bis da, bis in die Ecke weitergeführt. Wir hätten davon sowieso nichts reinschneiden können, weil wir waren so am Fluchen, weil einfach bei jedem Pin sind wir auf Steine gestoßen. Das ging überhaupt nicht. Das bringt einen zur Verzweiflung, ehrlich. Und zugegebenermaßen haben wir gerade sowas von die Schnauze voll hier vom Einzäunen. Und deswegen fangen wir jetzt an, unseren Hühnerstall zu bauen. Und dafür haben wir uns jetzt erstmal aus allen Ecken dieses Hofes dieses ganze Holz hier zusammengesammelt. Das zum Beispiel war eine Werkstatttreppe. Und so einen richtigen Plan haben wir auch nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal gucken, wie breit wird das, wie groß wird es überhaupt, welches Holz können wir wofür benutzen. Und ja, der Weg, wie heißt das nochmal? Die Arbeit zeigt den Weg, das wollte ich sagen. Wie breit machen wir den ganzen Bums? Kriegen wir hier zwei Teile raus? Wenn wir es nicht größer als 1,80 machen, kriegen wir zwei Teile raus. Ja, das reicht. Dicke, ne? Für drei Hühner. Der ist ein bisschen kürzer. Wir müssen uns jetzt natürlich an dem kürzesten richten. Reichen 1,70. Ne, ist etwas weniger als 1,70. 1,65 wären es. Ja, je kleiner das Ganze wird, desto kuscheliger haben es die Hühner auch. Für drei oder vier Hühner, 1,60 Meter, das reicht doch.
dicke. Ja. Also haben wir uns jetzt auf 1,60 geeinigt. Das heißt, wir fangen jetzt an, diese hier auf 1,60 Meter zu sägen. Kennt ihr eigentlich schon unseren Hund? Der freut sich immer. Mach mal den Dackel. Der Dackel? Das ist der Dackel, aber der freut sich nicht. Der hat einen Durchhänger. So, jetzt geht's ab. Wie geht's nochmal? Ah ja, Laser an und dann ist man eigentlich auch schon startklar. Ja, hau mir ihn ab, ist egal. Kamera, kannst du einmal bitte Platz machen? Danke. Wow. Ha! Ich hatte meinen Finger da so irgendwie. Was ich zu diesem Projekt noch sagen wollte, ich habe ja selten irgendwie bei solchen Projekten irgendwie einen aufgezeichneten Plan oder geschweige denn irgendwie ein Zeichenprogramm für einen Computer oder sowas. Trotzdem machen wir uns natürlich im Vorfeld erstmal schlau. Wir haben zum Beispiel Annikas Cousin gefragt, weil der sich ganz gut mit Hühnerhaltung und sowas auskennt. Und der meinte zum Beispiel, wo Hühner sind, sind auch immer Milben. Milben können wirklich ein großes Problem bei der Hühnerhaltung werden. Die sitzen halt gerne so in diesen Holzecken und sowas. Das heißt, eigentlich wäre es besser, einen Hühnerstall aus Plastik oder Metall zu haben, weil da sitzen die nicht so in den Ritzen und sowas alles. Aber ist halt irgendwie nicht so schön, kann man nicht so schön bauen, deswegen werden wir trotzdem einen aus Holz machen. Aber wir wollen das dann nachher richtig mit einem dicken Lack quasi lackieren, sodass denen die Möglichkeit genommen wird, sich in die Ritzen und sowas abzusetzen. Außerdem machen wir dann größere Lücken mit Silikon zu. Dann kann man richtig schön mit einem feuchten oder mit Essig zum Beispiel da durchwischen. Wo diese Milben außerdem sehr gerne sitzen, ist auf der Hühnerstange. Deswegen haben wir uns schon eine Hühnerstange aus Kunststoff besorgt. Und auch die Legenester werden wir aus Kunststoff machen, um da eben von vornherein schon mal so diese Gefahr von den Milben einzudämmen, dass diese Milben eben gar nicht erst so zum Problem werden. Geil! Stabil! So, das Grundgerüst steht also. Und jetzt werden wir hier diese Seitenbretter erstmal anbringen. Ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Endlich mal wieder Sonne, lange nicht mehr gesehen. Aber windig ist trotzdem. Wir mussten den Bau unseres Hühnerstalls übrigens kurzzeitig wieder unterbrechen, weil es mal wieder angefangen hat zu regnen. Aber wir nutzen jetzt diese Regenpause, um nochmal zu unserem Staketenzaun-Fachgeschäft des Vertrauens zu fahren, um 10 Meter Staketenzaun nachzukaufen. Plus Tür. Und außerdem vielleicht finden wir auch Holz für unser Hoftor. Und ja, wir werden berichten. Wir haben leider kein Bauholz für unser Hoftor bekommen, da die das nur auf Bestellung sägen. Aber wir haben unseren Staketenzaun bekommen und wir haben unser erstes Hühnerfutter! Fertig! So, damit wäre der restliche Zaun auch montiert, den wir vorhin gekauft haben. Wir hatten da ja noch eine Lücke vom Staketenzaun bis zu diesem Zaun hier, wo wir eigentlich eine andere Idee für hatten. Aber die Idee ist da doch nicht so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deswegen haben wir halt den Staketenzaun nachgekauft. Ja, fertig montiert und weiter geht's mit dem Hühnerstall. Mittlerweile sind die Seitenteile auch montiert und ich finde, es sieht eigentlich schon nach einem kleinen Stall aus. Und was wir jetzt machen werden, ist uns diese Bretter hier zurechtsägen. Das wird dann also das Dach. Und dadurch, dass wir diese Bretter hier schräg gesägt haben, haben wir halt ein Gefälle im Dach und dann kann das Regenwasser auch abfließen. Also messen wir uns das jetzt einmal aus. 1,76 plus ein bisschen Überstand halt links und rechts. Wie viel machen wir da? 5 cm. So. Ja, finde ich gut. Also 1,68 absägen und das machen wir jetzt. Was darf es denn sein? 2 Cappuccino bitte. Kein Problem, kommt sofort. Dankeschön. Das Dach ist mittlerweile festgeschraubt und wir werden jetzt hier diese alten Bretter zurechtsägen. Die dienen uns nachher als Boden. Leider haben wir 1-2 Bretter zu wenig davon. Deswegen werden wir hier nachher eine Lücke lassen. Aber hier soll zum Schluss sowieso noch eine Deckplatte drauf aus einem Stück, die man dann schön sauber halten kann. Abfegen kann und so. Ja, wir werden jetzt erstmal diese Bretter hier alle zurechtsägen. Boah, erstmal hier rauskommen. Uiuiui. Irgendwas ist immer. Jetzt haben wir wieder einen Vogel hier im Schuppen. Ah, da. Oh. Hier, guck mal hier. Ja, super! Wir hatten das wirklich schon, dass wir einen Vogel hier fangen mussten und den rausbringen mussten, weil die wirklich den Ausgang hier, die Tür, die finden die manchmal nicht von alleine. So, während Annika die Bretter auf Maß sägt, oh, es fängt schon wieder an zu regnen, Mann, oh, Kackwetter haben wir. Während Annika jetzt die Bretter auf Maß sägt, markiere ich mir hier die Aussparung, so ungefähr, und säge es direkt zurecht. So, ich zeige dir gleich mal, wie gut ich von Hand sägen kann. So, jetzt filmen wir hier die Ecke, wie gut das geworden ist. Näher ran.
Genau so wollte ich es. Ein bisschen Luft muss immer da sein. Und wir hocken gerade wie die letzten Idioten hier im Hühnerstall, weil es mal wieder regnet. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal rein. Bei Ina, du kannst froh sein, dass du nicht raus musst. Esselwetter haben wir. Was für ein Büro? Ja, klasse. So sieht jetzt der Boden hier aus. Hier sind jetzt halt ein paar Lücken zwischen den Brettern, weil wir halt nur eine begrenzte Stückzahl von diesen Brettern haben. Aber vielleicht muss das auch so wegen Belüftung. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir entweder die Rückwand machen oder die beiden Türen. Klotür! Ach ne, Klotür war ja der Zaun. Ich würde sagen, ich schneide jetzt die Türen zurecht und du gehst eine Runde mit bei Ina. So Freunde, da sind wir doch schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Und das Gute ist, dass ich die ganzen alten Sachen, wie diese Türgriffe hier zum Beispiel, die ich aufbewahrt habe, ohne zu wissen, wofür ich die mal brauchen soll, ja, hier halt wiederverwenden kann. Genauso wie diese alte Verriegelung hier, die ich hier schon angebaut habe. Oh, eben ging es leichter. Ja, genau, die habe ich halt auch wieder benutzt. Das hier wird die Klappe zum Hühner rein und rauslassen. Hier muss ich jetzt noch diese Leisten hier anbringen. Wie findest du das, dass ich das schief gemacht habe? Cool. Gut, ich dachte, du würdest das scheiße finden. Ich dachte, das passt einfach zu der rustikalen Optik. Finde ich irgendwie witzig. Und hier fehlt natürlich noch die Rückwand. Und die Rückwand soll dann das Feature haben, dass hier eine Klappe dran soll, dass man dann direkt Klappe aufmachen kann. Dann nimmt man sich das Ei hier aus dem Legekasten oder wie auch immer das genau heißt. Und dann, ja, braucht man halt nicht von vorne da so reinkriechen. Aber als nächstes werde ich diese Glasscheibe hier einbauen. Und ich habe mir schon überlegt, wie ich die hier so einlassen werde. Aber ich werde das jetzt gar nicht erklären. Ich lege einfach los. Wallet on me, check, another day, check, put them in, check, spliffs on me, check, got it on deck, checks on, check, on to the next, mental health, check, wallet on me, check, another day, check, put them in, check, spliffs on me, check, got it on deck. Fertig. Um ehrlich zu sein, kriege ich erhöhten Pulsschlag, wenn ich sowas hier sehe. So eine Lücke in der Gärung. Boah, das geht eigentlich gar nicht. Aber das ist natürlich kein Wunder. Das Holz ist krumm und schief. Das ist nicht abgerichtet oder sonst was. Und wenn ich anfange, Möbel zu bauen, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Für einen Hühnerstall ist das aber absolut in Ordnung. So, jetzt werde ich hier noch an diesem Schiebeelement das Seil hier anbringen. Und dann ist Feierabend hier an der Kiste. Dann werde ich noch ein bisschen Rasen trimmen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Das ist eine Kacke. So, bevor das Ganze jetzt zu schwer wird, haben wir vor, das ganze Haus jetzt dahin zu bringen, wo es auch fest stehen bleiben soll. Ja. Ich zeige es jetzt einfach so. Wenn du sagst, okay, ich heb an, dann nehme ich an. Das geht. Super! Stopp! Oh. Oh. Oh, blöde Wurzel. Oh, der Reifen, der macht das gleich nicht mehr mit. Ja, aber so ist es schon mal gut. Cool. So, damit steht der Hühnerstall also an seinem Platz. Wir wollten eigentlich noch weiter draußen filmen, aber es ist heute mal wieder viel zu windig. Und deswegen beenden wir das Video jetzt. Transition von drinnen. Und nächste Woche kaufen wir uns dann die Hühner. Außerdem werden wir den Hühnerstall natürlich zu Ende bauen. Außerdem beginnt ja bald die Gartensaison. Und wir kümmern uns um die Gartengestaltung, damit diese Pflänzchen irgendwo wachsen und gedeihen können. Wir freuen uns auf jeden Fall wirklich sehr darauf, die Pflanzen hier in die Erde zu bringen. Und dass die Hühner nächste Woche einziehen. Das ist einfach so ein kleiner Schritt schon mal in die Richtung des Selbstversorgens. Und ja, das ist ja irgendwo hier noch das Ziel von dem Ganzen hier. Und wer wissen will, wie es weitergeht, schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein, wenn es heißt Maison Julika. Also sagen wir au revoir. Et à bientôt. Ah, oh, jetzt bist du ja doch wach. Ih, die stinkt ein bisschen. Puh. Oh. Boah. Die hat einen abgehen lassen hier.